Hallo und herzlich willkommen zur Videoreihe Homöopathische Mittel kurz erklärt. In diesem Video geht es um das homöopathische Mittel Apis. Zuerst aber noch ein wichtiger Hinweis. Dieses Video soll lediglich über das homöopathische Mittel informieren. Es ersetzt nicht den Besuch beim Arzt. Jetzt aber zu Apis. Was sind die Leitsymptome von Apis? Leitsymptome sind brennende oder stechende Schmerzen, Schwellungen, Hitzewallungen, kein Durst, eine Emsigkeit, Geschäftigkeit wie die Bienen. Menschen sind immer in Bewegung und dadurch geht es ihnen noch besser. Dabei sind sie aber auch unbeholfen und ungeschickt und lassen Dinge aus der Hand fallen. Ein weiteres Leitsymptom ist Eifersucht. Die Unverträglichkeit von Berührung oder Druck, die Verschlimmerung durch Hitze und die Besserung durch kalte Umschläge und Anwendungen. Das alles gehört zu den Leitsymptomen von Apis. Bewährte Anwendungsgebiete sind alle Erkrankungen, bei denen die Leitsymptome sichtbar sind. Also Anwendungsgebiete sind zum Beispiel die Folgen von einem Bienenstich oder Wespenstich oder die Folgen an der Haut nach einem Kontakt mit Quallen, allergische Reaktionen wie zum Beispiel Tierhaarallergie, Nesselsucht mit brennenden Schmerzen, Gürtelrose, Blasenentzündungen mit brennenden Schmerzen beim Wasserlassen, Bindehautentzündung mit geschwollenen Augenlidern, oder auch Gelenkentzündungen mit Gelenkerguss. So, das war's kurz und knapp zu den Leitsymptomen und Anwendungsgebieten von Apis. Ich drehe auch noch mal ein sehr ausführliches Video zu Apis, aber erstmal heute in dieser Videoreihe geht es darum, mal kurz und knapp die Leitsymptome und die Anwendungsgebiete kennenzulernen. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst und falls du es noch nicht getan hast, oder mir einen Daumen hoch gibst, wenn dir das Video gefallen hat. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.